Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. Worte, die uns heute durch den Tag begleiten sollen, aus dem 51. Psalm, einem der Bußpsalme der Bibel. In der Überschrift steht, dass David ihn gesungen hat. David, nachdem er zum Ehebrecher wurde und nachdem er schuld war am Tod eines Menschen. Danach kam der Prophet Nathan zu ihm und redete ihm ins Gewissen. Und David sieht seine Schuld ein. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, so fängt er dieses Gebet, diesen Psalm an. Und dann, nach etlichen Versen, der Satz, der uns heute durch den Tag begleiten soll. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. Eigentlich kann man ja davon ausgehen, wenn jemand zum Ehebrecher, Mörder, zum Lügner geworden ist, dann hat Gott ihn schon verworfen. Dann ist da schon kein Heiliger Geist mehr. David aber erfährt es anders. Er erfährt, da ist Gottes Nähe, da ist der Geist Gottes. Wie wirkt der Geist Gottes? Er ist es, der uns hilft, uns zu orientieren, uns in Beziehung zu setzen zu Gott und zu den Menschen. Der Geist ist es, der in unserem Herzen Liebe wachsen lässt, der uns Hoffnung schenkt, der uns Mut und Orientierung gibt. Es ist Gottes Geist, wenn wir unsere Fehler sehen, einsehen können und unser Verhalten verändern können. Darum kann David bitten, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, denn er begreift, was er getan hat, er begreift seine Schuld vor Gott, er begreift, dass er abhängig ist, so wie wir Menschen abhängig sind von Gottes Güte, denn wir kommen immer wieder an unsere eigenen Grenzen. David bittet aber noch um mehr. Er bittet nicht nur darum, verwirf mich nicht und nimm den Geist nicht von mir. Er sagt, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Er bittet darum, dass Gott ihn verändert. Wie ist es, wenn wir sehen, was wir falsch gemacht haben? Dann sind wir von Gott eingeladen, trotzdem zu ihm zu kommen. Er wird uns nicht verwerfen, sondern er lädt uns ein. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt zu mir, orientiert euch neu und ich will euch verändern.
Gott, schenke uns ein reines Herz, einen neuen, beständigen Geist. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns annimmt, voller Liebe und voller Barmherzigkeit. Amen. Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnad gelegen, über alles Geld und Gut. Wer auf Gott sein Hoffnung setzet, der behält ganz unverletzet einen freien Heldenmut. Der mich bisher hat ernähret und mir manches Glück bescheret, ist und bleibet ewig mein. Der mich wunderbar geführet und noch leitet und regieret, wird fortin mein Helfer sein. Sollt ich mich bemühen um Sachen, die nur Sorg und Unruh machen und ganz unbeständig sind, nein, ich will nach Gütern ringen, die mir wahre Ruhe bringen, die man in der Welt nicht findet. Hoffnung kann das Herz erquicken, was ich wünsche, wird sich schicken, wenn es meinem Gott gefällt. Meine Seele, Leib und Leben hab ich seiner Gnad ergeben und ihm alles heimgestellt. Soll ich hier noch länger leben, will ich ihm nicht widerstreben, ich verlasse mich auf ihn. Ist doch nichts, das lang besteht, alles Irdische vergeht und fährt wie ein Strom dahin. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Amen.